Meine Lieben, ich habe ein Ü-Paket von der lieben Gravedigger bekommen. Dieses Paket hat eine Odyssee hinter sich. Wenn ihr wissen wollt, was das für eine Odyssee war, dann bleibt dran. Ja, die Odyssee dieses Pakets war folgende. Das Paket sollte mich am 23. Dezember via Hermes erreichen. Hat es aber nicht, weil der Hermesbote vermutlich wie immer meine Adresse nicht kennt. Also ich kann mit Hermes verschicken, ist alles kein Problem. Mit Hermes empfangen ist bei mir nicht gut, nicht wirklich gut, weil der Hermesbote findet den Weg hierhin einfach nicht. Ich glaube, der kennt diese Straße hier nicht. Ist bloß eine Hauptverkehrsstraße, aber er kennt sie anscheinend nicht. Auf jeden Fall ist es so, ich wusste ja nichts davon. Und da ich keine Benachrichtigung bekommen habe, wusste ich natürlich auch nicht, dass es eventuell irgendwo im Shop liegt, wo ich es hätte dann abholen können. Tja, so ging es an die liebe Gravedigger zurück, die es dann jetzt mit DHL nochmal losgeschickt hat. Und DHL ist ja bei mir um Längen zuverlässiger als Hermes. Das muss ich so ganz ehrlich sagen, wie es ist. In anderen Regionen scheint der Hermesbote wohl den Weg zu sein, zum Empfänger zu kennen. Bis jetzt ist alles, was ich mit Hermes verschickt habe, gut und heile angekommen. Nur was ich empfangen soll, das findet oft den Weg nicht hierhin. Das tut mir leid, ich kann nichts daran ändern. Ja, es tut mir ja auch sehr, sehr, sehr für die liebe Gravedigger leid, weil sie hat jetzt Ärger damit gehabt. Aber es ist bei mir tatsächlich so, dass der Hermesbote den Weg zu mir anscheinend nicht findet. Ich weiß nicht, warum. Ich habe da eine Vermutung, aber ich darf das nicht äußern, weil das könnte unter Verleumdung fallen und deswegen lasse ich das jetzt lieber. So, egal. Ich freue mich hier über dieses Mega-Paket. Ihr seht, es ist viel, viel, viel zu groß, um unter die Kamera zu bekommen. Deswegen habe ich neben mir schon einen Stuhl hingestellt und hier, auf dem werde ich das jetzt platzieren und auspacken. Ich kann ja jetzt nicht die ganze Kamera abbauen, um euch mit euch den ersten Blick hinein zu werfen, aber ich kann jetzt parallel dazu ein Bild mit dem Handy machen und euch das Bild dann hier irgendwo einblenden. Oh, ich habe zu schnell gewischt. Na, hoffentlich wird es kein Schwimmvideo. Letzte Mal schien es gut gegangen zu sein. So, der erste Blick, den möchte ich euch natürlich nicht verwehren, auch wenn es da nicht wirklich so viel zu sehen gibt. Einmal hier. Und will mal nicht so sein. Wir werfen auch gleich noch mal einen zweiten rein. Das ist dieser hier. Und puh, jetzt muss ich noch mal schnell ein Schlückchen Kaffee trinken, bevor es wirklich losgehen kann. Und ich bin überhaupt gar nicht vorbereitet. Ich habe keinen Cutter hier liegen, ich habe keine Schere hier liegen. Müssten wir mal schauen. Wenn ich was brauche, dann hole ich es mir eben ran, ne? So. Oh, tut das gut. Das ist erst die zweite Tasse Kaffee heute. Die zweite. Normalerweise habe ich um die Uhrzeit mindestens vier schon weg. So, erstmal das ganze Verpackungsmaterial raus. Da werden sich eh gleich die Katzen wieder reinschmeißen. Jo. Joi, joi, joi. Als allererstes ist hier die Post. Und die wird natürlich zuallererst gelesen. Was ein niedlicher Briefumschlag. So. Dann wollen wir mal schauen. Also hier habe ich das Kärtchen.
Die Zeilen lese ich natürlich wieder alleine. Ja, sollte ja für Weihnachten sein. Aber ich hatte ein schönes Weihnachten, ein ruhiges Weihnachten. Heiligabend war bezaubernd mit meiner Familie. Und ja, es war einfach nur schön und es war ruhig und es war toll. So, einmal schnell Post lesen hier. Ach, das ist doch gar nicht schlimm. Ich war auch so im Stress. Guck mal, ne? Es hat noch nicht mal gereicht, Weihnachts- oder Neujahrskarten zu verschicken. Ich hatte auch einfach keine Zeit. So ist das halt manchmal, ne? Also da macht ihr mal keine Sorgen. Und ich finde die Karte, auch wenn sie nicht selbst gebastelt ist, total hübsch. Und was drin steht, das ist das Wichtigste. So, jetzt bin ich mal gespannt. Tüte Nummer 6, hast du die nummeriert? Oh, da gucke ich mal, ob die nummeriert sind. Aha. Nee, aber beschriftet, ne? Ach nee, ich sehe schon ganz oben drauf. Sehe ich schon. Ich fange einfach mal an, ne? Die Karte lege ich hier hinten hin. Also. Hier steht einmal Fellnase drauf, ne? Die Fellnase ist der DJ. Ja. So. Sag mal, was sind das denn für bezaubernde Tütchen hier? Zieh die mal ganz vorsichtig. Vorsichtig auseinander. Die sind ja toll. Ja, krass. Wo gibt's denn sowas? So, so. Ach, guck mal. Die Temptations für die Schmusis. Für die Schmusis und Teufels. Naja, ein Teufel, ein Megaschmusi. Naja, gut, Megaschmusi sind sie beide, ja. Die mögen sie. Ich glaube, ich kenne keine Katze, die nicht mag. Aber meine beiden kotzen ganz gut davon. Ist aber egal. So ganz ab und zu als Leckerchen kriegen sie den. Ja. Und? Ist doch nicht wahr. Hier nochmal Samtpfoten. Die Tüten sind ja mega cool. Was sind denn das für Beutel, bitte? Die werde ich natürlich verwahren, ne? Die sind ja richtig toll. Wo gibt's denn sowas? So, dann schauen wir mal. Tadada. Na. Ich glaube, die sind in... Ah, ich glaube, die sind in den falschen Tütchen gelandet, die Sachen. Denn da steht Fellnase drauf. Ich glaube, das sollten dann die Samtpfoten sein. Aber das ist ja egal, ne? So. Tweety's Bits. Hühnchen. Ja. Von Vitakraft. So, ja, da muss ich mal gucken, wann ich ihm die geben kann. Ich warte nämlich auf ein Medikament. Das müsste heute ankommen. Müsste eigentlich jeden Moment ankommen. Und da darf er keine Kohlenhydrate beifressen. Jetzt habe ich keine Lupe hier und sehe natürlich gerade nicht, was drin ist. Aber wenn es ihm wieder besser geht, kann er die auf jeden Fall bekommen. Ne? Und das Hühnchen... Ja.
Muss ich mal gucken. 70% fleischig. Ich weiß ja, das ist immer getreidefrei. Hast. Schauen wir mal. Ich schaue jetzt einfach mal. So. Fleisch steht an erster Stelle, schon mal gut, ne? Gemüse. Das ist gut. Ja, hier muss ich jetzt aufpassen mit den Hefen. So, irgendwo müsste doch hier auch. Ah, hier unten steht. So, nö. Ja, Muss ich mich noch mal genauer schlau machen. Also er sollte möglichst keine Kohlenhydrate zu sich nehmen während der Behandlung. Aber da ist vermutlich sowieso erst später kommt das Medikament. Ob wir erst morgen dann anfangen können, dann werde ich ihm wahrscheinlich heute davon ein Leckerli geben können. Ne? Der freut sich. So, jetzt habe ich ganz schön viel Zeit vertrödelt, ne? Es tut mir leid für alle, denen das jetzt langweilig war. Aber ich muss ja gucken, ob das etwas ist, was ich meinem Hund geben darf und was nicht. So. Nee. Was ist das denn hier, hä? Okay, also. Hier steht drauf von Brianna. Von Briannas Crazy Bastelwelt. ich fühle und ich ahne, was drin ist. Es ist Kleber. Oh, ich bin so happy. Dankeschön. Und es ist der Kleber. Hervorragend. Ich habe zwar noch Kleber hier, aber im Moment bastel ich sehr viel und verbrauche ganz schön viel von diesem Kleber. Hier habe ich schon wieder eine Flasche fast geleert, deswegen steht die auch schon Kopf. Also ich verbrauche unendlich viel von diesem Kleber. Vielen Dank. Und außerdem wieder hier eins von diesen tollen Mäppchen. Da muss ich dann wieder gucken, was ich reintue. Vielen Dank. Die Revanche kommt. Ja, ich mach mal weiter. Oh my goodness. So. Oh Gott, noch mehr von diesen süßen Beutelchen. Oh no. Was ist das? So. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Und die Tütchen, guck doch mal, wie süß sind die denn? Ach, es gab eine Reihenfolge. Nein, es gab eine Reihenfolge. Ich darf noch gar nicht. Moment, ich muss mal gucken. Hier ist die 6, hier ist die 3. Bin ich denn verrückt? Moment. Nee, da nicht. Da stand ja für die Tiere. Okay. Hier stand, dass es von Brianne ist. So, also die 3. Muss ich dieser 3 zur Seite tun. Das hier ist die 6. Da hatte sie geschrieben, ob ich das denn vielleicht irgendwann gebrauchen könnte. Oder vielleicht doch noch. Meine Güte. Himmel. Jetzt hätte ich beinahe nicht nach Reihenfolge aufgemacht. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Alter Schwede, wo gibst du solche Verpackungen? Hier ist die 5. Aha, hier haben wir die 4. Oh, was um alles in der Welt ist das denn? Was ist das denn hier? Ist das schwer. So, meine Liebe, du machst es spannend hier. Die 2. Und die 1, alles klar. Okay, komm.
tue ich das hier nochmal weg und das hier und soll ich das sofort auspacken oder erst das andere? Ne, wir packen jetzt erstmal nach der Reihe aus und das ist dann zuletzt. Boah, das ist super schwer. Also, hier ist die 1. Oh mein Gott, oh mein Goodness, oh my Goodness. Oh my Goodness. Da hätte ich doch beinahe einen Fehler gemacht. Ah, gut, dass ich das noch gemerkt habe. Himmel hilf, Himmel hilf. Oh Gott, das wird hier ein endlos langes Video. Wer es nicht sehen will, der schaltet einfach ab. Dieses Video ist für die liebe Gravedigger. Und ihr muss es gefallen. Ich hoffe natürlich, dass es euch anderen auch alle gefällt. Vor allen Dingen, ich bin so schön herrlich, mega chaotisch. Ach so, im Übrigen, liebe Gravedigger, ich habe dir gerne eine E-Mail geschrieben. Yay! Ich kam an meinen Google-Account dran. Ich konnte tatsächlich lesen und ich hatte unendlich viele E-Mails. Da werden deine Beine verschwunden. Allerdings habe ich da einen Fehler nach dem anderen reingehauen beim Tippen. Ich habe über Handy geschrieben. Moment. Also, für dich und auch für alle anderen, denen ich zurzeit schreibe, bitte seht es mir nicht nach, wenn ich so manches Mal Kauderwelsch schreibe. Ich sehe verdammt schlecht, was ich da schreibe, weil meine Augen echt nichts mehr hergeben. Ja, ich kann ja nicht zum Optiker. Hauptsache, die ganzen Idioten können in den Skiurlaub fahren. Das ist ja auch wichtig, ne? Aber es könnte ja sein, dass wir zur Normalität zurückkehren, ne? So, ich weiß natürlich schon, was drin ist. Bin aber trotzdem neugierig, was genau. Und das Papier, guckt euch mal das Papier hier an. Guckt euch das Papier hier an. Und da wir immer alle Angst haben, dass sich die Päckchen wieder öffnen könnten, zeigen wir dann auch gerne, wie viel Tesafilm wir so haben. Ich nehme mich nicht aus davon, ich bin genauso. Aber das Papier ist so schön. Muss natürlich verwahrt werden. Und entweder wiederverwendet oder recycelt werden, ne? Ja. Beziehungsweise abgecycelt. Also bei mir wird nicht einfach nur recycelt, sondern abgecycelt. Und bei mir ist recyceln einfach nur, dass ich es dann halt nochmal verwende. Ich finde das auch nicht schlimm. Auch nicht, wenn irgendwas hier ankommt, was im Papier gewickelt ist, was schon 30 Mal benutzt wurde. Ja, dann ist das so, ne? Wo ist das Problem? Die meisten ruppen das sowieso auseinander und gucken kaum drauf. Oder sagen, oh, tolles Papier und reißen trotzdem. Nein, 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 nein. Und so geht das bei mir nicht. So. Ich kann gerade nicht, Familie. Ich glaube, dass das Familie ist. So. Eieieiei, das ist Familie. Das ist ganz sicher Familie. So. Oh. Das ist jetzt festgeklebt. Und hier auch. Damit es nicht verrutscht, richtig. Und hier auch. So, das packe ich mal eben mit euch aus. Oh, 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 oh. Oh my goodness, oh my goodness. War ja klar. La Blanche. Oh, was ich hier sehe, ist schon wieder. Oh.
Oh mein Gott. Das schreit jetzt so auf dem ersten Blick nach Feen und Elfen und Zaubern und... Und ich drehe es um. Und was haben wir da? Oh, 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 oh. Oh mein Gott. Du verrücktes Sohn. Ich habe jetzt erst angefangen, die anderen La Blanche Sachen anzugreifen. Und ein bisschen, also wirklich nur so viel davon zu verarbeiten in meinen Projekten. Und, und du versorgst mich hier mit immer neuem Nachschub. Oh mein Gott. Ach, das ist hier oben drauf. Das ist gut. Das ist gut, das ist gut. Oh mein Gott. Himmel. Tja, meine Tüte, die platzt hier schon aus allen Nähten, meine La Blanche-Tüte. Da muss ich mir bald was anderes einfallen lassen. Ich glaube, die La Blanche-Sachen werden schon extra Fach bekommen müssen. Das mache ich dann, wenn ich mit dem Bastelzimmer nochmal umgezogen bin. Ich weiß immer noch nicht, ob ich nur mit dem Bastelzimmer in einen anderen Raum umziehe oder ob ich komplett die Wohnung wechsle. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Schaut mal, das lege ich mal an die Seite. Wir gucken uns als allererstes die Papiere an. Hm. Nein, 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 nein. Die kann man doch nicht verpassen. Guckt mal. Die können wir doch nicht verbasteln. Oh mein Gott. Oh, Giraffen. Die sind ja neben Wölfen meine Lieblingstiere, ne? Oh, Giraffen. Und die gucken, wenn die so mit dem Kopf so ganz nah rankommen und die gucken dich an. Die gucken genauso wie Kühe. Die heißt, weiß ich nicht, genauso wie Kühe. Kühe gucken einen auch so an. Die haben so einen ganz bestimmten Blick. So lieb und so sanft. Oh, unglaublich. Ich habe immer das Gefühl, entweder die Giraffe oder auch eine Kuh, die können bis zum Grund deiner Seele schauen, ne? So ultra schön. Und das gleich in mehrfacher Ausführung. Trotzdem kann man es doch nicht verbasteln. Und das hier ist die Rückseite. Hier Animal Print. Da haben wir nochmal Leopard oder Gepard. Das sieht mir eher nach einem Gepard aus. Und ja, das sind Dschungelpflanzen. Boah, mega. Mega cool. Wow. Guck mal, hier ist der Gepard noch mal in groß. Und wenn man so interpretiert, könnte man meinen, er beobachtet da oben den Papagei, ne? Boah, mega stark. Boah. So, gucken wir uns die Rückseite an. Die Rückseite sieht so aus. Diesen, ne? Dschungelpflanzen. Was mir gut gefällt, ist, dass die Pflanzen blasser dargestellt werden. Also nicht so wie aus den günstigen Blöcken. Da sind die Konturen sehr scharf. Wisst ihr, was ich meine? Und dadurch wirkt das Dschungelpapier oft zu überlagert. Und das hier passt es einfach. Hier passt es. Das ist abgemildert quasi. Gefällt mir richtig gut. Hier auch. Also hier haben wir diese tolle Szene dann mit dem Tukan hier und ein, ich weiß jetzt nicht, was das für ein Sittich ist. Ja, ich wusste den Namen mal. Ja, ist ein Papagei. Alle
Krummschnibbel sind Papageien. Ein Wellensittich ist auch ein Papagei, ist der kleinste Papagei. Ja, so. Das sind alles Sittiche. So, und hier wieder, seht ihr, das, da haben wir es wieder. Auch wieder schön abgeschwächt, abgemildert. Die beiden, oder beziehungsweise die 4, 5 Pflanzen, die sind etwas kontraststärker, treten in den Vordergrund und der Rest tritt in den Hintergrund. Das gefällt mir richtig gut. Außerordentlich gut. Wow. Wow, wow, wow. Boah. Wahnsinn. Ich stehe eigentlich ja gar nicht auf Dschungel, aber wisst ihr was? Ich glaube, daraus muss ich ein Dschungelalbum machen. Das ist so, so cool. Mega cool. Hier haben wir einen asiatischen Elefanten. Ich denke, dass das ein asiatischer Elefant ist, weil Dschungel. Ne? Die asiatischen Elefanten sind kleiner und gewohnt, sich durch den Dschungel zu, ja, durchzuwursteln. Also die leben da halt und, ne, kennen sich halt bestens aus. Also gehe ich davon aus, dass es ein asiatischer Elefant ist. Ah, mega die Szene, oder? Boah, so schön. So schön. Und es schreit in der Tat nach dem Dschungelalbum. Boah, ist das schön. Auch hier wieder das Pflanzen mit den Pflanzen, dass die Pflanzen so ein bisschen in den Hintergrund rücken. Außer dann hier vorne die... So. Ja, der Elefant, okay, der hätte vielleicht ein bisschen... Hier ist noch ein Schimpanse. Der Elefant hätte vielleicht noch ein bisschen nach vorne geholt werden können. Aber ich denke, derjenige, der diese Motive macht, der wird sich was dabei denken. Oder die. Ich weiß ja nicht, ob es ein Künstler oder eine Künstlerin ist. Auf jeden Fall mega cool. Mega cool. Das sieht so toll aus. Ich liebe es. Und hier haben wir halt nochmal Dschungelmotiv. Einfach die Pflanzen nur. Und die sind auch wieder schön blass. Nichts tritt in den Vordergrund. Also ideal für die Kombination. So, dann haben wir hier ein sehr auffälliges Muster. Aber wenn man sich das so mal anschaut, so, wenn man es gegeneinander hält, guck mal, dann sieht man, welche Effekte man damit erzielen kann. Ne? Je nachdem, wie man sich da was zusammenlegt. So, knallen die natürlich richtig cool rein. Man sieht aber, dass es irgendwie dazugehört. Ich kann es jetzt nicht erklären. Auf jeden Fall mega toll. So. Und die Rückseite ist dann diese. Das Ganze halt nochmal in klein. Wow. Wow, 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 wow. Also, ich sag nur, mega Spitzenklasse. Hammerpapiere. Und ja, da muss ich ein Album oder so was draus machen. Ich weiß noch nicht so ganz genau, aber ich denke schon. Ich denke schon. So, du musst da wieder rein. Du musst da wieder rein. So. Du liebes Lieschen. Na, ist es denn wahr? So, hier sind die Päckchen. Das sind immer die passenden Standteile und diese Kärtchen dazu. Ach komm, ich habe vergessen, wie sie heißen. Komm mal her. Ich lege den jetzt mal hier um, damit mir nicht mal alles festklebt. So, schauen wir uns mal schnell die Teilchen hier an. Da haben wir nämlich passend Bäume. Ich weiß nicht, wie er heißt. Also das hier ist ein
Das ist doch ein Ara. Das ist ein Ara. Bei dem hier weiß ich nicht, ob das irgendein Amazone ist. Guck mal hier, die ganzen Pflanzen. Wow. Wow, wow, wow. Ja, die werden wahrscheinlich nicht nur in diesem Dschungelalbum Platz finden, sondern auch anderswo. Guck mal. Wow. Oh my goodness. Oh my goodness. Oh, sind die schön. Guck mal hier, diese Palmenart. Oh, Elefante. Und noch einer. So, hier haben wir nochmal ein Ara in Root. Jetzt weiß ich ganz genau, dass das ein Ara ist, weil meine Mutter wollte immer so ein. Die liebt Aras. Oh, der König der Löwen. Aber jetzt mal. Gibt es im Dschungel Löwen? Gibt es die im Dschungel? Bin mir jetzt gar nicht so sicher. Löwen? Ich kenne die nur so aus Film, Dokumentarfilmen, so Afrika-mäßig und so, ne? Aber gibt es im Dschungel Löwen? Jetzt helft mir mal dabei, etwas schlauer zu werden. Weil das hier sind ja so alles so typische Dschungelsachen. Das ganze Papiere sind ja auf Dschungel ausgelegt. Hier ist ein Wellensittich, guck mal. Ein Wellensittich, sag ich doch. Der kleinste Papagei. Hier, ein Kakadu. Ein Orang-Utan, wie niedlich. Eine Tische. Hier haben wir nochmal ihn hier. Ich kann nicht erkennen, ob der vielleicht, wenn der jetzt hier oben rot gehabt hätte, hätte ich ja jetzt gesagt, das ist eine Rotstern-Amazone, ne? Ja, oh, hier nochmal Aras. Die sieht so schön. Oh, wenn die schreien, ne? Die sind so ultra laut. Das ist ein Tukan. Oh, lovely, lovely. Giraffe. Oh, hier wieder Pflanzen. Boah, das sind so mega coole Pflanzen, ne? Ich hätte eine wahnsinnige Angst. Ach, es ist ein Vogel von der drauf, sich von hinten so, ne? Hier ist er, wo er die Flügel zusammengelegt hat hinten. Ja. Das ist auch irgendein Papagei. Oh, oh mein Gott, Schimpanse, Orang-Utan. Oh. Also ich finde. Zebras, das sind ja eigentlich, Zebras sind Steppentiere, das weiß ich doch. Also sind hier auch Steppentiere bei. Aha. Das ist nicht nur Dschungel. Guck mal. Monstera-Strauch. Aha. Sonst sieht man sie ja immer nur als einzelne Blätter. Das hier ist ein Monstera-Strauch. Aha. Sehr schöni. Oh, sehr schön, 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 sehr gut. So, und hier noch, zum Schluss noch, sieht aus wie eine Colors. Oh, hier, Gepard. Ja, meine Lieben, ich packe das jetzt hier mal wieder ein und bin gleich wieder da. So, weiter geht's im Text. Hier kommt das zweite Standteiltütchen. Ja, ihr müsst da durch. Oder auch nicht. Also, wer nicht möchte, der schaltet einfach weg und guckt sich das Video vielleicht gar nicht an. Oder, kleiner Tipp, im Schnelldurchlauf kann man es auch anschauen. Oder man kann, wenn man auf dem Handy oder auf dem Tablet guckt, man kann links und rechts etwas über den Pfeilen zweimal draufdrücken. Dann springt es immer gleich etwas schneller. Ohne dass man jetzt gleich zum nächsten Video springt, versehentlich. Am PC ist ganz einfach, da kannst du auch entweder mit der Maus dir selber die Abschnitte suchen oder du stellst das Video einfach etwas schneller ein. Ja, so, hier haben wir das zweite Tütchen und auch da haben wir wieder Pflanzen.
Jede Menge ist. Ich glaube, das sind die gleichen. Heißt das jetzt die gleichen oder dieselben? Ich glaube, ja. Ja gut, dann brauche ich ja gar nicht großartig. Ja. Ja, alles super. Das seht ihr. So schnell sind wir jetzt schon durch mit dem Tütchen. Ich wusste ja nicht, dass das die gleichen sind. Das ist gut. Das ist für mich vor allen Dingen gut. Dann brauche ich nicht mal Angst haben. Oh, ich habe es verwendet. Jetzt ist es weg. Nee, nee. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Meine liebe Grave Digger, was soll ich davon halten? Hm? Und ich kann noch nicht mal schimpfen, weil du genau weißt, wie glücklich du mich damit immer machst. Ne? Oh my goodness, oh my goodness, oh, das geht gleich in meine La Blanche-Tüte, wenn ich hier durch bin. So, jetzt gucken wir uns die Karten an. Das sind, ja. Ja, so. Ja, die zum Ausschneiden halt. Und nein, bloß nicht. Mach hier keinen Fehler. Mach mir nichts kaputt. Okay. Den mache ich auf die andere Seite. Soll mir ja nichts kaputt machen hier. So, so, so. Schauen wir uns die mal an und oh, 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 guck mal. Jetzt ernsthaft, ne? Sowas hier als Poster, da könnte man jetzt sich an der Wand hängen. Was ist mit der Kamera hier los? Ich glaube, ich werde mit dieser Webcam nie, nie gut Freund werden. Aber mega, oder? Ist der schön oder ist der schön? Irgendwas? Mich nervt hier gerade was. Moment mal. So, jetzt habe ich hier nochmal hier an dem Rädchen rumgedreht. Das ist, glaube ich, das Schärfste, was ich rausholen kann. Ja, okay. Aber ich denke, das reicht. Also, ne? Das ist das Tigermotiv. Dann haben wir hier eins mit dem Ara. Was ist so schön, ne? Und hier haben wir nochmal eine kleine mit dem Tiger. Und das hier sind die Rückseiten. Oh, I love it so. Giraffen. Und guck mal, wie toll man kombinieren kann. So Karten mit irgendwelche Szenen und dann zack, packst du noch eine Pflanze im Vordergrund oder im Hintergrund und schon ist es ein richtiges Kunstwerk. Ne, guckt euch das mal an, das ist doch Wahnsinn. Ich gehe mal etwas weiter weg, vielleicht erfasst die Kamera es dann besser. Irgendwie hat die, naja, ich glaube, die hat echt einen Klatsch weg. So, hier mit Elefanten. Ich finde die so schön. Hier nochmal das mit den, beide nochmal in klein. Toll, 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 toll. So, die Rückseiten sind immer die gleichen, die brauche ich dann nicht mehr zeigen. Guck mal. Ist das cool oder ist das cool? Schön, ne? So, so, so ultramäßig schön. Guck mal. Giraffen. Giraffen sind schuld, dass ich bei YouTube gelandet bin. Wisst ihr das eigentlich? Und zwar habe ich, ach, das ist schon viele, 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 viele Jahre her, habe ich auf einem anderen Kanal, habe ich Giraffen-TV gemacht. Und zwar habe ich die Tragzeiten und die Geburten im Gelsenkirchener Zoo begleitet, weil die dort eine Webcam in der Boma, also dem Giraffenhaus, installiert hatten und haben dann Tag und Nacht übertragen und ich habe immer wieder Zusammenschnitte gemacht
und ja, habe da halt so mein Giraffen-TV gemacht. Ja. Das über langen Zeitraum, als die nicht mehr aus Gelsenkirchen in der Boma gesendet haben, bin ich dann rüber zum Magdeburger Zoo und habe das da noch eine kleine Weile gemacht und ja, dann irgendwann war es nicht mehr möglich. Da hatte keiner mehr eine Webcam und fand ich sehr schade, aber da ist GiraffenTV dann gestorben. Ja, so, hier sind die Rückseiten, guck mal. Tja, wusstet ihr, dass Giraffenkinder aus 2,5 Meter Höhe einfach so plötsch auf den blanken Boden knallen? Und wusstet ihr, dass viele Giraffenkühe in Gefangenschaft, auch wenn sie in Gefangenschaft geboren sind, dass sie panisch reagieren, wenn ihre Jungtiere geboren werden, und nicht selten treten die Mamis ihre Kinder tot. Das passiert in freier Wildbahn in der Regel nämlich nicht. Also da ist es dann eher mal die Ausnahme, dass eine Kuh noch so jung ist oder unerfahren, dass sie Angst vor ihrem Jungtier hat. Ja, das ist leider bei in Gefangenschaft lebenden Kühen, Giraffenkühen, ja, fast schon Normalität, ne? Muss ich sagen. Wir konnten es alle sehr gut beobachten, als der Giraffenbulle Hans im Gelsenkirchener Zoo geboren wurde. Seine Mama war so jung und unerfahren, dass sie echt Panik vor dem hatte und sie wollte ihn töten. Sie hat ihn auch nicht angenommen. Einer seiner Tanten hat ihn dann angenommen und er wurde mit der Flasche großgezogen. Heute ist er ein mega großer Kerl, ist in den anderen Zoo natürlich gekommen als Zuchtbulle. Aber, ach Gott, ich schweife ab. Ich schweife ab, meine Lieben. So, hier haben wir nochmal Pflanzen. Einmal von der Vorderseite. Und hier die Rückseite zeigt nochmal eine Elefantenherde. Ein Trio von diesen Aras. Guck mal, die Aras, ne? Die gibt es in Blau, in fast Rot, in Blau mit viel Gelb, und die gibt es aber auch noch in anderen Farben, glaube ich. Ja, und dann hier. Oh, eine Schimpansenmami mit Baby. Die hat ein Baby im Arm. Oh Gott, wie süß. Ich schweife ja immer ab hier in meinen Stories, ne? Mann, 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 ich wieder. Guck mal hier, haben wir das wieder. Das Ganze haben wir hier nochmal mit Pflanzen. Toll, ne? Ich finde das mega toll. Das kann man natürlich jetzt nicht nur in einem Dschungelalbum reinpacken, genauso wie die kann man auch woanders reinpacken, ne? Aber ist so schön hier. Giraffes. Und auf der Rückseite, oh, guck mal, das der Tiger noch mal, aber in Grautönen gehalten. Aber nur der Tiger, ne? Der Hintergrund nicht. Dann der Elefant. Und hier noch mal ein Ara. Richtig schön. Ja, ihr denkt wahrscheinlich auch, oh, was erzählst du uns das denn? Wir haben doch Augen im Kopf, wir können doch gucken, ne? So. Hier, oh Gott. So schön hier die Giraffe. Auch wenn sie fast schon im Hintergrund verschwindet. Trotzdem schön hier. Da ist sie. Die Giraffe. Ist fast so ein bisschen wie auf der Camel-Packung, das Kamel zu finden, ne? Oder die Frau. Wer kennt's noch? Auf der Camel-Schachtel die Frau finden. So, hier haben wir noch mal einen Schimpansen und den haben wir gleich da noch mal in klein. Und auf der Rückseite haben wir hier noch mal einen Gepard. Nein, kein Gepard, ein Leopard. Das ist ein Leopard. Und ganz ehrlich, bin ich hier. Also wenn das ein Tiger sein soll, ne, ganz ehrlich, dann ist der komisch gezeichnet. Also wirklich. Wenn das ein Tiger sein soll, ist der komisch gezeichnet. Aber ich vermute mal, das soll einer darstellen.
Okay. Das Tier hat kaum Streifen. Ist ziemlich hell. Na, hat da einer vielleicht ein bisschen zu viel mit dem Bildbearbeitungsprogramm gespielt? Und hier ist der Leopard nochmal in klein. Trotzdem sehr, 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 sehr schöne Motive. Und ach, ihr seht ja, ich kann ständig abschweifen. Was ist das denn hier? Ich kann ständig abschweifen. Ne? Deswegen dauern meine Videos immer so extrem lange. Ich entschuldige mich oder auch nicht, weil, nö. Ich entscheide mich für oder auch nicht, weil das bin halt ich. So, Schlückchen Kaffee. Den da. Dann geht's weiter. Das hier ist die Nummer 2. Ne? Guck mal, den anderen habe ich doch vorhin auch aufgekriegt. So, dann kann ich das hier jetzt doch auch aufkriegen, weil ist schon interessant, dieses Bändchen hier. So was habe ich überhaupt noch gar nicht in meinem Fundus. Noch nicht, bis dieses hier drin landet. Das andere konnte ich auch retten und das hier werde ich auch retten können. Toll. Toll, toll, toll. Hey, ich sagte, ich kann es retten. Moment mal. So haben wir ja nicht gewettet. Wo ist denn hier mein... Ich habe gesagt, ich kann es retten. Seht ihr? Ich kann es retten. Sehr schön. Guck mal. So eine war ja schon an dem anderen dran. Wo ist denn mein? Ja, ich scrappe ja auch ab und zu, ne? Hatte ich ja schon mal gezeigt. Und da können die goldene, die kommen dann hier auf diesen Weihnachtsseiten mit dazu. Irgendwie fussel ich die da noch zu. Guck mal, das sieht doch hübsch aus dann, ne? Ja. Ganz genau so mache ich das. Ja. Komm hier wieder an die Seite. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Und wieder dieses hübsche Papier, das gerettet werden will. Oh my goodness, oh my goodness. Ich bin sowas von schlecht im Raten. Das ist für den, der schenkt, natürlich ein Genuss dann immer. Vor allem, wenn man dann vorher so ankündigt, rate mal vorher, ne? Und der Beschenkte schüttelt, drückt, quetscht, rät und liegt vielleicht immer daneben. Das bin dann ich. Ganz selten, wenn ich mal errate, was so drin ist. Also hier bei dem Kleber, ja, da konnte ich das fühlen und dadurch, dass da halt draufsteht, dass es von Brianna war, wusste ich schon, worum es ging und ja, da gab es auch noch eine Geschichte zu, aber ja, das ist halt die Liebe. Ritter genauso verpeilt ist wie ich und hatte diese Flaschen versehentlich zur Gravedigger mitgeschickt und so auf diesem Wege kam es dann eben doch zu mir. Das ist schon lustig. Also, ja. Oh nein, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, mein Herz, ich. Oh nein, oh mein Gott, oh mein Gott. Das meinte ich eben. Oh mein
Gott. Wow. Ich werd verrückt. Guck mal, hier haben wir Flamingos. Und dann, das ist ein Gepard. Das weiß ich ganz sicher. Das ist ein Gepard. Hier nochmal Flamingos. Oh, wie toll. Die Zebras. Dann diese Pflanzen. Oh, ich bin ja... Oh. 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 Ich bin ganz verliebt. Ihr wisst schon, Dschungel geht nicht nur in knallig bunt, ne? Dschungel geht auch in Vintage. Dann muss ich ja noch mal eine von meinen Dosen hier freimachen, weil ich habe diese Sets in Plastidosen gepackt, die leicht transparent sind, damit ich sehe, was drin ist. Oh my goodness, ich werd verrückt. Oh, ich liebe es jetzt schon. Oh. So genial. Auch hier die Vögel. Oh Gott. Keine Sorge, es ist nur mein Asthma. Irgendwie ist mein Hals ein bisschen trocken und dann klebt da manchmal ein bisschen die Schleimhaut zusammen und dann wird dieser Hustenreiz ausgelöst. Deswegen muss ich auch so viel trinken. So. So schön. Sieht fast aus wie so ein Fischreiher, ne? Aber es ist keiner. Es könnte auch keine Ahnung was sein. Auf jeden Fall richtig toll, ne? Oh, 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 oh. Ja. Ganz, ganz, ganz bezaubernd. So toll, Mensch. Ja. So schön. Ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Oh, ich liebe es. Dankeschön. Ich danke. Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, es geht weiter und wir sind noch lange nicht am Ende, ne? Oh Gott. Jetzt packe ich die Nummer 3 aus, die ich ja vorhin schon beinahe versehentlich ausgepackt hätte. Und oh, es ist so schwer. Was ist das denn? Und ne, diese tollen Beutel. Die sind so cool. Oh, bitte. Bitte verrat mir, wo es solche Beutel gibt. Ich finde die so schön. Du hast sie in so verschiedenen Größen hier. Oh, komm. Bitte verrat mir, wo du die her hast. So, das soll ich mal hier raus. Es ist schwer. What is it? Hast immer ein bisschen Angst, ne? Weil die liebe Silvana immer dafür sorgt, dass mein Adrenalin nach oben schnellt. Es kribbelt so schön, ne? Es kribbelt. Ich nicht weiß, was kommt. Oh mein Gott, das ist fast so, als würde ich ein Horrorgame spielen. Ich traue mich nicht. Ich weiß nicht, wie rum ich es halten soll. Ich traue mich nicht. Moment. Moment. Ich sehe genauso viel wie ihr jetzt. Ich fühle nur. Das sind Schraubverschlussgläser und ich würde sagen, das sind irgendwelche Wachsen oder Pasten und deswegen mache ich es jetzt auf. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich sagte es doch. Oh nein. Glitterfarben. Von La Blanche. Ich werd verrückt.
Ich werd verrückt, Leute. Oh. Schatz, das kannst du doch nicht machen. Du verwöhnst mich immer so. Wow. 5 Stück. Wo ist mein Guckglas? Hier ist mein Guckglas. Hier ist mein Guckglas. Also, Grün-Gold, Blau, Türkis-Gold, Rose-Gold und Gold. Ich werde irre. Guckt mal, wie hübsch. Ich packe sie jetzt nicht aus. Aber ich glaube, ihr könnt das auch so gut erkennen, ne? Die sind so schön. Und ich bin so gespannt, wie man damit arbeitet. Ich habe überhaupt gar keine Vorstellung. Hier sind Stupppinsel und Stuppschwämme, meine ich. Und ich denke, damit werden die auch aufgetragen. Oh mein Gott. Jetzt. Oh. Hier. Ja, das ist der La Blanche-Zettel. Und hier ist wahrscheinlich... Oh, guck mal, was man damit alles machen kann. Nein! Auf Glas kann man das sogar machen. Guckt euch das an. Alter Verwalter. Oh. Oh mein Gott, guckt euch das an. Was kann man da bitte für schöne Effekte mit erzielen? Ja, ja, das, puh. Oh, danke schön. ja, ich pack das hier mal wieder rein. Oh, meine Pumpe. Ja. Wahnsinn. Das kommt natürlich nicht in meine La Blanche-Tüte. Das kommt in meinen Pastenkoffer. Da hat die liebe Gabi mir ja mal diesen Koffer gebastelt. Da sind meine Pasten und Wachse und so drin. Und da kommen die auch zu. Noch ein bisschen. Noch ist, glaube ich, ein bisschen Platz darin. Da sind auch die Schimmerfarben von Nuvo drin, von letztem Mal. Von letztem Mal, ne? Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Mega. Oh. Ich glaube, ich muss mal eine kurze Pause machen. So, ich habe mir mal fix einen neuen Kaffee gemacht. In der Zeit konnte ich mich ein bisschen sammeln. Ja, so ein bisschen, ne? So ein bisschen konnte ich mich sammeln, aber nicht so wirklich ganz. Huch, entschuldigt bitte. Weiter geht's mit der Nummer 4. Oh, wieder so ein tolles Beutelchen. Hoffentlich kriege ich die Zahl hier ab. Oh, hier ist was los heute. Oh. Ja, ich bin gerührt und mir fehlen auch ein bisschen wieder die Worte. Entschuldigt, entschuldigt. Und das ist was Stoffiges. Was ist das denn? Ein Stoffbeutel mit... Nein! Nein. Oh my goodness. Oh my goodness. Den hast du selber gemacht, oder? Den hast du selber gemacht. Oh my goodness. Oh, wie schön der ist. Jetzt habe ich noch einen Einkaufsbeutel. Oh, hoffentlich geht das nicht kaputt.
Oh, ist das schön. Oh, guckt euch das an. Boah. Jetzt habe ich noch einen Einkaufsbeutel. Ich habe ja schon einen von Gabi bekommen. Der wird auch reichlich benutzt. Ja, jetzt geht der mit in meine Einkaufstasche, weil da sind dann immer die Beutel noch drin. Ach, und dann geht er auch mit zum Einkaufen. Oh, ist der schön. Oh, danke schön. Der gefällt mir ja gut. Guckt euch den Löwen an. Da weiß man, ne? Ich glaube, die Löwen wissen, dass sie schön sind. Oh, guckt euch das an. Wahnsinn. Wahnsinn, boah, so schön. Und oh, das fühlt sich so cool an, ne? Oh, richtig toll, danke schön. Ja, der wird mit zum Einkaufen kommen. Und das sage ich nicht nur so, das ist so. Wir sind noch nicht am Ende. Wir haben hier noch die Nummer 5, die Nummer 6. Und dann das super verklebte, wo keine Nummer drauf steht. Und jetzt nehme ich mal die Nummer 5 raus. Das ist ganz, ganz, ganz leicht. Ich habe keine Ahnung. Guck mal, wo gibt's diese Tüten? Du hast die ja wirklich in allen Größen. Mega. Sind einfach spitze. Richtig aufschieben. So. Die sind so cool, die Teile. Oh mein Gott, ich ziehe mal raus. Lass dich überraschen, steht hier drauf. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Okay. Oh Gott, Kinder draußen. Ich sehe schon, was ist das für ein Geräusch? Da quietschen die Kinder. Vielleicht hört ihr das ja. Na, komm. Vorsichtig hier. Ach, ärgerlich, wenn es kaputt geht. So. Und. Nee. Nee. Oh, du hörst mir immer zu genau zu. Oh mein Gott. Stencils. Aber was für welche? Oh, die müssen wir uns natürlich jetzt angucken, ne? Was das sind Stencils. Ja, ja. Oh mein Gott. Und die sind in DIN A4. Und das ist richtig cool. Da kann ich nämlich für mein Hexenbuch noch Papiere bearbeiten. Oh, guckt euch dies. Oh, guckt mal. Oh, wie hübsch. Oh, wie gemacht für mein Hexenbuch. Wie gemacht. Oh, wie schön. Oh, toll. Muss ich mal hier rüberlegen. Jetzt zeige ich euch den nächsten. Nee. Guckt euch das an. Oh, sind die toll. Jetzt stellt euch das mal vor. Mein gefärbtes Papier. Dann noch bearbeitet mit Stencils und Stempelfarbe. Wow. Oh.
ich kriege so Lust, jetzt sofort loszubasteln und ich müsste alles Mögliche machen. Oh, nee. Guckt mal. Hammermäßig. Wie rum kommt die denn? So rum. Guckt euch das an. Das ist doch Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Wie schön sind die bitte. Oh mein Gott. Hier noch ein mit. Oh, da ist Text drauf. Text. Warum kommt denn der jetzt? So, ne? So. Oh, guck mal. Was? Wenn... Boah. Oh, das kann ich echt nicht lesen. Ja, also das hier heißt Blatt, das weiß ich. Also wenn... Blatt... Heim... Das... Das kann ich nicht lesen hier. Und alle... Alle was sich dem Himmel entziehen und auch der letzte Vogel geht, füllt das Herz mit Liebe sich auf ewig hin. Vielleicht kann ich das richtig lesen, wenn ich den Stencil benutze. Wollen wir mal schauen. Dann hier unten der Veilchenstrauß. Sieh die duftenden, sieh dir duftend betrachten, verkünden. Nimmer. Boah. Nimmer mehr den Frühling ganz, die Rosenbüsche, die im Flur erwachten, erschließen nicht des Sommers vollen Glanz. Oh, oh, wie schön, wie schön. Wahnsinn, Wahnsinn. Und dann hier nochmal dieser hier. Oh, mega toll. Oh, ich freue mich schon. Ich freue mich schon, damit zu arbeiten. Oh, so schön. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Und ja, die werden mit Sicherheit in meinem Hexenbuch ja zur Geltung kommen. Ich packe die direkt mal wieder hier rein. Oh mein Gott. Oh, sind die toll. Wird auch wieder verschlossen. Damit da mir nichts mit passiert, die packe ich dann zu meinen Stencils. Oh, die sind so schön. Vielen Dank. Ich muss noch mal einen Schluck Kaffee trinken. Also, warte mal, was hattest du noch geschrieben mit der Nummer 6, die jetzt kommt? Ich hoffe, dass du Tüte Nummer 6 vielleicht doch irgendwann benutzen wirst. Hier, dann schauen wir mal, ne? Oh, nochmal hier mit dem Schneemann. Ach, ist das alles schön. Oh mein Gott. Aber weißt du was? Das ist überhaupt gar nicht schlimm, dass das so kurz vor Weihnachten nicht kam. Ich freue mich da jetzt nämlich genauso doll drüber. Vielleicht noch ein Stückchen doller. Also, ne, jetzt so Anfang Januar ist es auch ganz toll. So, oh, was ist das? Das ist eine Tasche? What? What, 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 what? Nee!
Nein! Oh mein Gott, ist die schön! Oh! Doch, 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 doch. Die werde ich benutzen. Hey, die ist grün. Natürlich werde ich die benutzen. Oh mein Gott, ist die schön. Guckt mal. Guckt mal. Oh. Na, da kann man noch was dranhängen. Wahrscheinlich Schlüssel oder so, damit man den immer wieder findet in seiner Tasche. Und ob ich die benutzen werde. Ja, dann werde ich mich halt gewöhnen, eine Handtasche zu benutzen. Guck mal hier, die Seitentasche innen drin. Oh, ist die schön. Oh mein Gott. Ja, dann werde ich eine Handtasche benutzen. Ich werde zu den Handtaschenträgern gehören. Guck mal hier, also hier an den Seiten noch. Oh, die ist so schön. Da kann man schön Handy reinpacken. Und auf der einen Seite Handy. Guck mal, auf der anderen Seite kann ich dann Taschentücher oder so reintun. Oder, ja, doch Taschentücher oder Portemonnaie. Oder Portemonnaie dürfte vielleicht auch hier hinpassen. Oh, guck mal, wie viele Taschen. Das ist so cool. Hier, hier, hier. Oh, ist die schön. Ah, guck mal hier, auch nochmal Unterteilung. Ach, dafür. Ja, gut. Oh, ist die schön. Oh mein Gott, ist die schön. Und ob ich die benutzen werde. Was haben wir hier? Was ist das? Ein Affe, ne? Das ist ein Affe. Oh, wie cool. Oh mein Gott, ist die schön. Oh, ich werde sie benutzen. Und wie ich die benutzen werde. Ich gucke eine Tasche, dann kommt hier meine Einkaufsbeutel rein. Oh, die ist so schön. Ich kriege mich gar nicht mehr ein. Doch, doch, doch. Dann werde ich halt zu den Handtaschenbenutzerinnen übergehen. Ich hatte gestern erst eine Situation, wo ich gedacht habe, verflixte Hacke. Jetzt hast du keine passende Tasche, weil ich was wegbringen musste. Und ja, das habe ich dann so schnöde in einen Stoffbeutel gepackt. Und sieht immer so ein bisschen doof aus. Und so ein bisschen, ja, ein bisschen assig, sag ich mal, ne? Aber jetzt habe ich eine richtig mega geniale Tasche, wo ich dann solche Sachen reintun kann. Noch, die werde ich benutzen. Nicht irgendwann mal, sondern die werde ich ab sofort benutzen. Oh, die ist so schön. Du glaubst gar nicht, wie schön ich die finde. Oh, oh mein Gott, ich liebe sie jetzt schon. Oh, ist die toll. Boah, Wahnsinn. Wahnsinn. Oh, und das in meiner Lieblingsfarbe. Ist die ultra schön. Oh, oh, die gefällt mir so gut. Dankeschön. Doch, wirklich mega unglaublich. Wie schön. Hier hinten ist noch eine Tasche. Guck mal. Hier ist noch eine. Oh, so viele Sachen kann ich da reintun. Überall. Oh. Oh, wenn ich die meinen Töchtern zeige, ne, die werden auch hin und weg sein. So schön. Und guck mal, wie stabil das alles verarbeitet ist, ne? Richtig toll. Boah, Wahnsinn. Wahnsinn. Nee, wirklich, die ist so schön. Die werde ich benutzen, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Tief durchatmen. So. So, und jetzt, wir kommen zum allerletzten, zu diesem schweren Teil. Ich habe überhaupt keine Vorstellung, was das sein könnte. Aber es ist mega gut verpackt. Und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das zu öffnen.
hast du aber richtig gut verklebt, ne? Das ist sehr schützenswert, ne? Das zum Schutz, denke ich, paar Pappe drumherum. Oh, das macht es jetzt spannend, oh. Ich schnippe das jetzt hier runter auf. Und dann gucke ich mal. Das ist wirklich richtig gut verpackt. Kerze. Gleich habe ich es geschafft. Gleich ist es soweit. Dann ist das Kind geboren. So. So, so, so. Wir lüften das Geheimnis. Oh! Eine Yankee Candle. Boah, ist die riesig. Und ich weiß nicht, man kann du hier... Hast du hier irgendwo geheime Kameras versteckt, dass du gesehen hast? Guck mal. Ich war ganz verzweifelt. Ich habe ja im letzten Jahr so viele Duftkerzen und auch Wachsmelz habe ich ja bekommen. Ich habe die verzweifelt gesucht. Ich musste die ja katzensicher wegpacken und habe die so verzweifelt gesucht. Ich habe sie bis jetzt noch nicht gefunden. Ja, so viel Ordnung habe ich, ne? Ich verstecke die Sachen halt so gut, dass ich sie selber nicht mehr wiederfinde. Und konnte diesmal kein Duft hier bei mir verströmen. Und jetzt schickst du mir hier so eine riesen Yankee Candle. Und die werde ich jetzt mal schnuppern. Oh mein Gott. Oh, richtig gut. Oh mein Gott, richtig gut. Oh. Richtig fein. Oh, oh, danke schön. Bei den Yankee Candles ist ja echt das Tolle. Wenn die an sind, verströmen die diesen Duft, den sie so ja schon haben, verströmen die tatsächlich überall. Ne? Bei den günstigen Duftkerzen hat man ja leider so, dass man macht sie, also so riechen die super genial, und sobald man sie anzündet, riecht man gar nichts davon. Und bei Yankee Candle ist es tatsächlich so, wenn die angemacht werden, dann kommen sie erst recht zur vollen Geltung, und oh, ich freue mich so darüber. Ich muss noch mal schnuppern. Mmh. Oh, riecht das gut. Wahnsinn. Ja, meine Liebe. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin fix und fertig. Ich bin so gerührt. Und ich finde es so, so ultramäßig toll. Und ich hole noch mal die Tasche hier hin. Also die ist so genial. Och, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Außer Dankeschön, mein Herz. Dankeschön. Och, ich kann nur Danke sagen. Es ist einfach ultra schön. Vielen, vielen, vielen Dank. So, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Auch mit Unterbrechungen, mit Pausen, mit Atempausen. Und ja, ich hoffe, auch allen anderen hat das Video gefallen. Und wenn ja, dann schaltet auch beim nächsten ein, was immer ich auch machen werde. So, tschüss, meine Lieben.